Heute ist für uns das Internet ein fester Bestandteil unseres Alltags, unseres Lebens, den wir nicht mehr wegdenken können und vor allen Dingen auch nicht mehr wegdenken wollen. All das, was wir uns wechselseitig schicken, von Tablets, von Smartphones aus, wenn wir im Netz unterwegs sind, es fallen mittlerweile gigantische Datenmengen an. Und gleichzeitig fällt es ebenso immer leichter, diese Daten zu speichern, miteinander zu verknüpfen und sie dann auch auszuwerten. Wenn fremde Nachrichtendienste, ich nenne jetzt mal keine Namen, ohne rechtliche Grenzen millionenfach elektronische Daten abgreifen, um herauszufinden, wer mit wem kommuniziert und welche Internetseiten wer besucht hat, dann ist die Privatsphäre in Gefahr. Wenn Kriminelle, wie das eben schon angesprochen worden ist, millionenfach E-Mail-Adressen und Passwörter stehlen und fremde Identitäten missbrauchen, dann ist die Privatsphäre in Gefahr. Weil die Gefahren im digitalen Zeitalter so enorm sind, gibt es manche, die gleich auch das gesamte Konzept der Privatheit in Frage gestellt haben. Da wird auf die sogenannte Tell-All-Generation verwiesen, die jede Lebensregung ins Netz stellt. Da behaupten IT-Unternehmer, wir seien nun einmal in einer Post-Privacy-World angekommen. Und natürlich gibt es auch Nutzer, die resigniert oder gleichgültig fragen, was macht es schon, wenn meine Daten bekannt sind, wen sollten sie denn eigentlich interessieren? Inzwischen erkennen ja auch die Digital Natives die Nachteile, die mit dem Verlust von Privatheit verbunden sind. Wenn Kriminelle digitale Identitäten stehlen und sie missbrauchen, um krumme Geschäfte zu machen, dann kann das materiell sehr, sehr schlimme Folgen haben. Informiere ich mich auch künftig noch im Netz über Krankheiten und Behandlungen, wenn ich damit rechnen muss, dass Krankenkasse oder Arbeitgeber davon erfahren? Ist es eigentlich fair, wenn ich die günstigste Versicherung oder das billigste Flugticket nur noch im Netz und gegen Offenbarung meiner persönlichen Daten bekomme? Oder folgt hier dem Einbruch in die Privatsphäre auch die Diskriminierung der Offliner? Und wenn junge Leute beim ersten Bewerbungsgespräch konfrontiert werden mit ihren peinlichsten Postings oder Fotos aus dem Netz, dann merken auch sie, dass das Konzept der Privatsphäre keinesfalls überholt ist. Und außerdem gilt erst denken, dann posten. Denn manchmal kann man sich auch selber schützen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Fangen wir bei dem Staat an. Was kann von politischer Seite zum Schutz der Privatsphäre und zur Stärkung von Datenschutz und Datensicherheit unternommen werden? Meine Damen und Herren, auf nationaler Ebene werden wir demnächst das Gesetz über Unterlassungsklagen ändern. Künftig bekommen Verbraucherorganisationen das Recht, bei Verstößen gegen eine Datenschutzklage zu erheben. Wenn ein Anbieter die Daten seiner Kunden missbraucht, wenn er sie unzulässig nutzt oder gar weiterverkauft, dann ist das für den einzelnen Verbraucher zwar ärgerlich, aber nur wenige nehmen bisher die Mühe und die Kosten auf sich, dagegen auch gerichtlich vorzugehen. In solchen Situationen brauchen die Internetnutzer einen starken Anwalt ihrer Interessen, und das sind in dem Falle die Verbraucherorganisationen. Sie sollten künftig das Recht haben, Klage zu erheben, und deshalb wollen wir bis Ende April dazu einen entsprechenden Referentenentwurf vorlegen. Diejenigen, die den Datenschutz und die Privatsphäre ihrer Kunden verletzen, können dann nicht länger darauf hoffen, einfach davonzukommen. Und mit dem neuen Verbandsklagerecht stellen wir sicher, dass die Regeln des Datenschutzes nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch eingehalten werden müssen. Meine Damen und Herren, Datenströme machen aber nicht an den nationalen Grenzen halt. Und deshalb ist die geplante Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union der zweite wichtige Baustein, mit dem wir uns im Moment intensiv beschäftigen. Das EU-Recht wird für alle Unternehmen gelten, die in Europa Produkte und Dienstleistungen anbieten, und zwar unabhängig davon, ob sie eine Niederlassung oder überhaupt einen Server in Europa stehen haben. Unterschiedliche Datenschutzregelungen oder Datenschutzoasen wird es dann in der EU nicht mehr geben. Dies stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit im Übrigen europäischer Unternehmen.
Die Vorschläge der EU-Kommission und auch vom Europäischen Parlament enthalten, wie wir finden, viele gute Ideen, die auch umgesetzt werden sollen, und zwar möglichst schnell.